Grüß euch, liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute Sendeauftakt und Start einer neuen Serie rund um das Thema Burkhardtheim. Ich habe das in vielen Sendungen über die letzten Jahre schon oft gesagt, dass ich ein, ich würde sagen, Fan bin von seiner Persönlichkeit, was man so weiß, was man aus seinen Biografien lesen konnte und generell, was der Mann für ein Schicksal erleidet hat und was er daraus gemacht hat. Hat mich sehr stark fasziniert und in jungen Jahren auch schon sehr geprägt. Und diese Sendereihe soll euch vielleicht auch ein Stück weit auf diese Reise mitnehmen und zeigen, was eigentlich möglich ist als Mensch, was wir zu leisten vermögen sind, aber auch natürlich im Geiste. Da reden wir natürlich dann in Folgesendungen über seine gesamte Theorie beziehungsweise über seine Erkenntnisse, die er gehabt hat. Und ich freue mich sehr, jemanden gefunden zu haben, auch durch Zufall auf seinem YouTube-Kanal 6 Dimensionen in Farbe. Ich blende euch das Ganze auch, beziehungsweise schreibe es unter dieses Video in die Videobeschreibung mit rein. Dort gibt es nämlich sehr viel mehr Inhalte auch schon diesem Thema. Und ich begrüße recht herzlich Hannes Schmid. Servus, mein Lieber. Servus, Patrick. Schön, dass es heute klappt. Wir hatten sehr viele Anläufe tatsächlich, wo es nicht funktioniert hat, aber manchmal ist es so, dann ist die Zeit noch nicht reif, so sehe ich das zumindest. Wille ist ein Weg, oder um es in Burkhardtheim-Sprech zu sagen, könnte man sagen, wenn die x6-Koordinate hoch genug ist, dann ist der Weg auch televariant. So, liebe Zuschauer, jetzt wisst ihr genau, was euch erwartet hier, nämlich wir Fachsimpeln. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, klar, wir werden noch Sendungen machen, wo wir tief in diese Theorien auch mal einsteigen und versuchen, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Aber, na klar, wir werden es langsam angehen und werden sicherlich das Level oder das Niveau langsam steigern, sodass ihr auch mitkommt. In der ersten Sendung soll es mal rundum darum gehen. Zunächst einmal natürlich, Hannes, wer bist du denn überhaupt? Wie bist du auf das ganze Thema Burkhardtheim gekommen? Weil du gehst ja schon sehr, sehr, sehr tief da rein. Mit welchem Background bist du denn da rangegangen? Ich habe mich seit meiner Jugend für Naturwissenschaften interessiert und habe also mich mit allem beschäftigt, was so die Schulbücher zu bieten hatten, sag ich mal, und meine Lehrer mir beigebracht haben. Also meine Chemielehrer waren eigentlich meistens eher, ja, musste ich denen was beibringen. Bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich gesehen habe, so alles wird dann auch nicht abgebildet. Und ich kam dann auch irgendwann in Kontakt mit den interessanteren Themen, so wie ich es heute sagen würde, also den Grenzwissenschaften, der Esoterik, dem Spirituellen, und habe zu meiner großen Frustration feststellen müssen, dass das ausgeblendet wird im normalen, der normalen wissenschaftlichen Betrachtung der Welt. Und da habe ich erstmal so eine gewisse Glaubenskrise gehabt und habe mich dann erstmal ja voll auf Philosophie, Spiritualität konzentriert, bis ich dann ja irgendwo gemerkt habe, auch gestoßen bin auf Leute, die durchaus beides verbunden haben. Und da gibt es also mehrere Namen, Schauberger, Tesla etc. Und irgendwann kam auch Burkhardtheim dazu. Und das hat mich begeistert, weil hat eigentlich von allen, die ich da kennengelernt habe, diesem Metier, am weitesten gedacht. Und das war für mich die perfekte Synthese, der Türöffner sozusagen von der eng umgrenzten Auffassung, die klassische Physik, oder was wir heute klassische Physik nennen könnten, die davon gelehrt wird, und dem, was da eigentlich noch ist, also dem ganzen Paranormalen und auch Richtung, und auch eine Türöffner sozusagen ist in die Richtung, wo es dann spannend wird, also was die Transzendenz anbelangt und das Jenseits und so weiter. Du kommst aus einem technischen Beruf, Physiker oder was genau bist du? Ich bin eigentlich Diplom-Ingenieur. Und die Physik war immer mein Steckenpferd sozusagen. Mhm. Hat man ja, glaube ich, in der Ausbildung sehr wohl. Also ein Ingenieur sollte sich natürlich mit physikalischen Grundlagen auseinandersetzen. Ja? Insofern, die Denkweise ist mehr oder weniger die gleiche. Ich glaube, die Physik ist da noch etwas radikaler, weil die Physik ist ja das, was die Religion ersetzt hat, könntest du sagen, in den letzten 100 Jahren. Wir gehen davon aus, dass die theoretischen Physiker uns die Welt erklären. Also die anstelle einer biblischen Schöpfungslehre, sage ich mal, was vor 100 Jahren noch relativ gang und gäbe war, ist ein Urknall getreten und eine Evolution, die mehr oder weniger aus dem dummen Zufall gestaltet wird und wo offenbar gar keinen Sinn hintersteht. Das ist die Metaphysik unserer Zeit. Und ich glaube, ganz viele Menschen
fühlen zu Recht, dass das zutiefst unbefriedigend ist, empfinden das zutiefst unbefriedigend. Und da sagt dann die Physik auch, ja, Gefühle spielen keine Rolle. Bin ich vollkommen konträr, also Gefühle sind das A und O, wenn es darum geht, die Realität zu erkennen, denn nur in Form von Gefühlen kann man über sich selbst richtig reflektieren und auch an neue Erkenntnisse kommen. Das ist vielleicht auch ein ganz anderes Thema, womit ich mich beschäftige, auch beruflich. Aber auf der Basis dieser eigentlich sehr, sehr toten Metaphysik, die ein totes Universum zeichnet, auf dieser Basis setzt Heim auf und führt eigentlich aus diesem verstrickten Labyrinth dieser zeitgenössischen Wissenschaft hinaus und zeigt eben, da ist noch eine ganze Menge. Mhm. Tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich erst auch von Tesla gehört hatte und dann erst später dann tatsächlich auch Heim mir untergekommen ist. Und ich habe damals schon festgestellt, es gibt nicht viele Informationen. Es gibt halt auch nicht sehr viele Leute, die sich tief jetzt wirklich damit beschäftigt haben und die einem das ein bisschen genauer erklären könnten. Es bliebe also das Einzige, was übrig war zu gucken, was gibt's für Bücher darüber, und da werden wir auch das ein oder andere mal vorstellen, um sich mal mit diesen Theorien und diesem Mann zu befassen letzten Endes. Du hast aber was Interessantes gesagt, finde ich gerade, da würde ich gerne nochmal einhaken, denn du hattest gesagt, ja, das war alles ein bisschen unbefriedigend, so was in der Schule an Physik so gelehrt wurde. Vielleicht hast du ja auch damals schon gefühlt, Mensch, vielleicht gibt es da noch einen größeren Rahmen, den man spannen kann. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie so dieser erste Gedanke oder vielleicht sogar auch ein Gefühl war, als du vielleicht so grundlegend verstanden hast, was Burkhard Heim eigentlich gemacht hat? Wie ist es denn dir damit ergangen, mit deinem Weltbild? Du hast ja gesagt, irgendwie auch eine Sinnkrise irgendwie dahinter gesteckt hat, ne? Das war viel früher. Damals kannte ich Burkhard Heim noch gar nicht. Ich glaube, so ein Schlüsselmoment war, als, vielleicht erinnerst du dich an die belgische UFO-Sichtungswelle. Das war 1996, ja, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube, es war 96 oder 95 oder so. Und damals gab es dann, irgendwie hat sich in die ARD zur Hauptsendezeit eine sehr gute Dokumentation über das ganze Thema UFOs hineingeschmuggelt. Und die Empörung war also gewaltig. Am nächsten Tag gab es nach der Tagesschau einen ARD-Brennpunkt. Und dort waren geladen Illobrand von Ludwiger, den ich persönlich kenne und sehr schätze, zusammen mit den Gestalten Harald Lesch und Ranga Yogeshwar. Und von Ludwiger wurde derartig fies angegriffen, niedergemacht und auf eine sehr Art unwissenschaftliche Weise behandelt. Von genau den Leuten, die ich aus ihren Sendungen immer als die Vertreter der Wissenschaft kennengelernt hatte. Und ich war derartig enttäuscht und desillusioniert irgendwie, was da abgeht. Das war vielleicht so ein Schlüsselmoment. Ich habe danach nie wieder eingeschaltet. Interessant. Ludiger ist ja Chef der MUFON, glaube ich, gewesen, ne? Für zum deutschsprachigen Raum zumindest, soweit ich mich ja entsinne, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und ich habe ihn als jemanden kennengelernt eigentlich, auch tatsächlich vorher, bevor ich die Biografie über Burkhard Heim von ihm gelesen hatte, als jemanden, der ja eigentlich gerade sehr rational an das ganze UFO-Thema rangeht und versucht, mit den Fakten, die man zumindest bis zu dem damaligen Zeitpunkt hatte, zu zeigen, wir sollten es vielleicht nicht wegdiskutieren. So, liebe Zuschauer, jetzt ist das passiert, was wir befürchtet haben. Die Kamera ist weg. Aber das macht nichts, wir schreiben uns mal die Zeit auf. 8 Minuten irgendwas. Also wie gesagt, als jemand, der ja eigentlich das versucht hat, mit rationalen Fakten, und er ist ja selber auch Physiker, zu erklären, Moment mal, Leute, wir haben ja ein Phänomen, wir können es vielleicht nicht erklären, aber wir können messen, dass es da ist, oder? Ja, so ist es. Und ich erinnere mich gut an diese Sendung, sie war irgendwann mal auf YouTube, da ist auf YouTube noch, kann man sie angucken. Er hat ja sehr besonnen eigentlich das versucht zu erklären. Nur hat er einfach nicht gerechnet mit diesem Widerstand, der bei den Leuten da ist. Und das ist ja auch nur symptomatisch gewesen von den beiden Vertretern da jetzt. Das geht ja vielen so. Und die drücken ja im Grunde das aus, was, oder die sind dadurch legitimiert, dass die meisten Menschen so empfinden. Und sich mit dem Thema so sehr irrational eigentlich begegnen. Und deswegen sagte ich vorhin, die emotionale Komponente ist extrem wichtig, die zu beachten. Und man muss sich da aktiv mit beschäftigen, damit man vorankommt auf diesem Schritt. Man kann sie eigentlich nicht ausblenden. Hm.
1997 war ich ja noch ein relativ junger Mann. Das war so meine Zeit, wo ich angefangen habe, diverse Bücher zu lesen und mich in diese Themen zumindest mal einzulesen. Und ich habe mich tatsächlich ganz zu Anfang auch, wie wahrscheinlich jeder, der dieser Zeit groß geworden ist, war das ganze Thema UFO für mich ein Riesenthema. Aber ich habe auch tatsächlich damals für mich schon die Frage gestellt, für mich persönlich die Frage gestellt, welches physikalisches oder welches Weltbild müsste man denn zugrunde legen, wenn das wäre? Also wenn es das gäbe, wenn es Außerirdische gibt oder interdimensionale Wesen und so weiter und so fort. Und diese Fragen haben mich tatsächlich immer tiefer eben genau in diese Bereiche reingebracht, die heute für viele Menschen völlig normal sind, also mehr Dimensionen anzunehmen, dass der Mensch auch ein spirituelles Wesen ist. Wie gesagt, wir werden sicherlich da auch mal eine Sendung noch drüber machen, über die spirituellen Komponenten. Soll heute nicht der entscheidende Punkt sein. Aber ich kann jetzt, wo du das so sagst, kann ich noch sehr gut nachempfinden und wieder reinspüren für mich, wie das damals war, als ich diese Dinge das erste Mal gehört habe. Und es war eben halt gar nichts, was man auch nur im ansatzweise im Schulunterricht kannte. Welcher Jahrgang bist du, Patrick? Ich bin Baujahr 80. Ja, ich bin 79, also das haben wir in der Zeit groß geworden. Dann erinnerst du dich vielleicht auch an diese Sendung, das war auf Sat 1, glaube ich, Fantastische Phänomene. Es kam immer relativ spät, damit es nicht so viele Leute gucken. Und Rainer Holbe hat das moderiert. Der Titel sagt mir was. Ich kann mich jetzt bewusst an keine große Sendung erinnern. Ich muss auch sagen, ich habe aber ab 97 oder 98 auch kein Fernsehen mehr geguckt. Das war so um die Zeit, 96, 97, 98. Ich glaube, das war die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, die sich jemals da mit einer gewissen Geduld und auch Fairness mit beschäftigt hat mit diesen ganzen Phänomenen. Irgendwann haben dann die Skeptiker entdeckt und dann haben die Leute natürlich abgesagt, weil sie sich da nicht öffentlich auch angreifen lassen wollten. Aber was man ja relativ schnell erkennt, dass eben genau diese grenzwertigen Themen und es ist ja, und selbst wenn es nur ein Randbereich oder ein Grenzbereich der klassischen Physik oder des klassischen Weltbildes ist, merkt man doch sehr wohl, wie versucht hat, das unter den Deckel zu kehren oder wie man das versucht zu unterdrücken. Du hast es ja klar gesagt, es ist sehr spät gelaufen, damit es wenig Menschen sehen. Und genau das war diese Themen, mit denen ich mich damals beschäftigt habe. Ja, warum sollen die das machen? Wenn da nichts dran ist, wenn das reine Fantasterei ist, dann müsste man es ja nicht unterdrücken. Und ich sage mal so, ne, 25 Jahre später, heute sehen wir ja, wie heute mit solchen Informationen in anderen Themen umgegangen wird. Ja? Wie die, eigentlich müsste man ja davon reden, wie die Zensur heute noch viel, viel schlimmer ist. Und ich meine, mich erinnern zu können, ich weiß aber nicht mehr, ob es Heim war oder Tesla, dass ich meine damalige Physiklehrerin mal auf der Straße getroffen hatte und die in einem Gespräch mal gefragt hatte, ob sie diese Gestalten überhaupt kennt. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass sie sehr abwertend auch reagiert hat, zu sagen, ja, das kennt man schon, aber ist eben ne, alles widerlegt, ist nichts davon, ist in irgendeiner Art und Weise real oder sonst irgendwas. Und ich habe gemerkt für mich, ja, aber ich habe jetzt da ein paar Bücher gelesen. Ich war damals wirklich noch blutjung und nicht wirklich in der Tiefe begriffen, worum es da geht, aber habe für mich gespürt, dass für mich viel logischer, viel, viel greifbarer irgendwie an Wissen, was mir dort vermittelt wird in diesen Büchern, als das, was ich eben in der im klassischen Unterricht gelernt habe. Ja? Und wir sehen, wie gesagt, wo die Reise heute da hingegangen ist, wie schwierig das ist. Und deswegen, kommen wir mal wieder zurück, ist ja für mich auch Heim, wie gesagt, heute noch so präsent. Es ist für mich ein verbotenes oder, sagen wir mal, vergessenes Genie. Weil was dieser Mann geleistet hat, ist schon sehr, es sollte eigentlich in der Menschheitsgeschichte gewürdigt werden. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich würde gerne mit dir da eine größere Sendereihe zu machen. Und möchte mich hier auch an der Stelle mal grundsätzlich auch bei dir bedanken, dass du dieses Thema endlich mal bei YouTube aufgegriffen hast. Und du bist aus meiner Sicht nach kurzen Recherchen einer der wenigen überhaupt, die sich sehr tief mit diesem Thema befassen. Jetzt vielleicht die erste Frage rund um dieses Thema einzusteigen. Was waren denn für dich so die ersten Momente, wo du festgestellt hast oder gemerkt hast, hier muss ich mich viel tiefer mit befassen? Ich habe irgendwann bin ich auf Heim gestoßen, wie gesagt, und ich glaube, ich habe den größten Fehler gemacht, den man machen kann. Ich habe mir die Zusammenfassung seiner beiden Hauptbände bestellt, Elementarstrukturen der Materie, und das war also völlig undurchdringlich. Auch ich habe hier das Kauderwelsch, ne? Wenn man da nicht. Das ist Band 1, ne? Elementarstrukturen der Materie, das gibt es zwei Bände, dann gibt es so einen kleinen Band, wo das zusammengefasst wird. Das ist aber noch schlimmer. Und das war mein erster Kontakt mit dem ganzen Thema. Und es war also
Ja, habe ich, natürlich habe ich nach kurzem aufgegeben. Das war einfach nicht machbar. Dann, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich dann gelesen hatte. Vielleicht noch so ein paar. Ich glaube dann von Ludwigers Hörbuch beziehungsweise sein Werk, das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim. Das war dann schon besser. Und irgendwann war ich auf einem Symposium. Da habe ich einen Vortrag über Heim gehört. Und der hat mich dann enttäuscht, muss ich sagen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon sagen können, das hätte ich fast besser machen können. Mhm. Und vielleicht war das so die Keimzelle, dass ich gesagt habe, irgendwann, dann, wenn du willst, dass es besser gemacht wird, dann musst du es auch machen. Mhm. Und so ging das dann seinen Lauf. Ich glaube, so vor 7 Jahren oder 6, 7, 8 Jahren habe ich dann tatsächlich den ersten öffentlichen Vortrag mal gehalten über den Heim, auch schon in dem Stil, den man jetzt aus meinen YouTube-Videos kennt, also mit den bunten Bildern. Mhm. Und das war einfach ein gutes Feedback. Und so nahm das eben seinen Lauf. Und dann habe ich dann vor knapp 2,5 Jahren habe ich den, ja, vor ziemlich genau 2,5 Jahren habe ich den Kanal dann gestartet. Vielleicht mal die Frage zuerst gestellt, vielleicht können wir also am Ende, egal wie viele Folgen es dann am Ende wären, vielleicht nochmal endgültig aufgreifen und die Frage am Ende beantworten. Ist Heim überhaupt wirklich begreifbar? Ich habe diesen Ausdruck, glaube ich, mal von Marco Schmieke, ich glaube, einer der wenigen, der auch Vorträge zumindest über das Heimsche Modell gemacht hat und später, glaube ich, den Time Wafer entwickelt hat. Der hat nämlich genau diese Frage, glaube ich, mal mit irgendeinem Symposium oder in irgendeinem Vortrag mal eröffnet. Ist Heim überhaupt wirklich begreifbar für jemanden, der, klar, der nicht in der Materie steckt, sowieso nicht, aber für jemanden, der sich intensiv damit befasst. Wie würdest du spontan diese Frage beantworten? Ich würde sagen, ja, aber man darf ihn auch nicht auf einen zu hohen Sockel heben. Mhm. Sein Denken hat, genau wie das von jedem anderen Menschen, Grenzen. Er war halt ein Mensch, er war außergewöhnlich intelligent und begabt. Er hat durch sein Schicksal, das haben wir es noch gar nicht gesagt. Also, da kommen wir gleich. War er einfach sehr fokussiert auf ein bestimmtes Thema und das hat er hervorragend ausgefüllt. Wenn man jetzt die Zeit hätte und den gesamten Background, dann könnte man auch diese Theorie nachvollziehen. Es erfordert hier und da etwas Arbeit, weil es ist sehr komprimiert dargestellt. Es ist nicht so wie schöne moderne Lehrbücher, wo man untereinander schön übersichtlich Herleitungen hat, sondern man muss sich da wirklich reindenken und viel Zeit nehmen. Und ich habe es auch immer phasenweise gemacht, also mich eine Zeit lang sehr damit beschäftigt, dann wieder beiseite gelegt. Nach einem halben Jahr guckt man schon anders drauf und hat wieder irgendwie unbewusst hat es gearbeitet und dann geht es plötzlich leichter und man kommt so auf die nächste Stufe. Und so kann man sich ihm schon nähern, auf jeden Fall. Ich finde ganz großartig, dass du das jetzt im wichtigen Passus nämlich nochmal reingebracht hast, dass tatsächlich man das heute erlebt, dass Heim tatsächlich auf eine Stufe gestellt wird. Für mich war er auch wirklich ein absolutes Genie, hochintelligent und erst recht, wenn wir, liebe Zuschauer, gleich erfahren, unter welchen Voraussetzungen oder welchen Bedingungen und vielleicht sogar erst deswegen, und so weiter und so fort. Aber es wird vieles heute, wird da rein interpretiert und rein projiziert, glaube ich, was ihm nicht gerecht wird. Und wir werden in den folgenden Sendungen auch immer wieder darauf stoßen, dass damit mit diesem Thema auch heute sehr viel Schindluder getrieben wird. Aber lass uns doch mal einsteigen in die Persönlichkeit. Wer war denn überhaupt Burkhard Heim? Wo ist er hergekommen? Was war so sein Werdegang in Kürze? Ich empfehle jeden, vielleicht kannst du es noch mal zeigen, denn ich habe meine Version, die lacht, leider nicht gefunden in der Bibliothek. Ich vermute, ich habe es ausgeliehen irgendwo. Genau, ich empfehle jedem dieses Buch von Illobrand von Ludiger. Genau, die Biografie. Wer tiefgreifender sich damit befassen möchte, aber wir wollen euch natürlich trotzdem einen kleinen Auszug mal geben aus der Geschichte und des Lebens des Burkhard Heims. Wie würdest du da anfangen? Wo setzt du da so die erste Phase in seinem Leben? Ganz früh. Heim war ja sowas wie ein Wunderkind, würde man heute sagen. Er hatte schon bevor er eingeschult wurde, konnte er lesen und schreiben, sogar auf Chinesisch. Hat zwar jetzt nicht Chinesisch gesprochen, aber hat das so als seine eigene Geheimschrift sich einfach beigebracht und war begeistert für Weltraumfahrt.
Ich glaube, wenn er ein bisschen später geboren worden wäre und auch normal Fernsehen hätte gucken können, wäre er ein großer Star Trek-Fan geworden oder so. Ja. Ich bin ein großer Star Trek-Fan. Und gleichzeitig war er begeistert von dem Thema Raketen, hat selber auch Raketen gebaut aus alten Gardinenstangen, hat sich Sprengstoff gemischt und ja, war so ein bisschen hatte so einen Lausbub-Charakter auch. Also er war da nicht zu schade, es ist auch irgendwie in der Schule dann irgendwie die Türen mit Knallerbsen zu verwanzen und sowas. Wann war er geboren, weißt du das? Ich habe es jetzt nicht im Kopf. 1925. 25. Also ist im Dritten Reich aufgewachsen, wie viele, ist aus Potsdam kommt seine Familie. Ist dann mit 18 zum Kriegsdienst eingezogen worden und ja, kam nach Norditalien an die Front. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon war up to date mit der gesamten Forschung. Und die deutsche Forschung war damals ja die Spitze, war noch nicht alles nach Amerika abgewandert, sondern Heisenberg und Niels Bohr und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Also Schrödinger. Schrödinger, wie ist der Entdecker der Kernspaltung? Das ist peinlich, dass mir der Name nicht einfällt. Franzose, glaube ich, war das, ne? Nee. Das ein Deutscher? Das war ein Deutscher. Egal, fällt mir gleich wieder ein. Also er war up to date mit diesen ganzen Sachen, hatte schon Aufsätze geschrieben. Und an der Front hat er sich dann überlegt, ich gehe ja bestimmt drauf, das sieht nicht gut aus. Ich muss irgendwas machen, dass ich nach Hause darf. Also hat er irgendwie geschafft, an Albert Speer selber zu schreiben, dass er also eine Erfindung hätte, die also militärtechnisch ganz toll ausgeschlachtet werden könnte. Und das hat funktioniert. Er wurde zurückbeordert. Sein gesamtes Regiment ist ausgelöscht worden. Er hat völlig, also sein Instinkt war richtig. Er hat nie wieder von irgendjemandem dazu Kontakt aufnehmen können. Die sind eingekesselt worden, glaube ich, in den Ardennen. Also, und er ist da irgendwie zwischen den Partisanen noch, hat er sich da rausgeschummelt. Und naja, ist dann eingestellt worden an der Reichsversuchsanstalt für Sprengstoffforschung. Und da kam dann sein Schicksalstag eines Tages. Also er hat an einem neuen Sprengstoff gearbeitet und wollte ihn testen und hat eine winzige Probe davon in ein Reagenzglas gehabt und das ist hochgegangen in seinen Händen. Beide Hände sind abgerissen worden und er wurde geblendet und seine Trommelfelle zerstört. Wenn man ihn heute sieht, also wahrscheinlich haben viele Leute gedacht, die ihm dann begegnet sind, das war eine Kriegsverletzung. Nee, es war ein Sprengstoffunfall. Er war 19 Jahre alt damals. Es war 1944. Und er hat es überlebt mit viel Glück. Und er hatte viel Glück im Unglück. Später hat er das auch so gesehen wie, ja, das war mein... Es hat alles irgendwie so gepasst für mich. Ich habe das, es hat mich von einem gewissen Weg abgebracht, der aus destruktiv war natürlich, er hat seine Erziehung und die Ideologie damals auch nicht in Frage gestellt. Das war so halt der Schlag ins Gesicht, wo er auf einen anderen Pfad gelenkt wurde. Er hat gelernt, wieder rudimentär zu sehen und zu hören, hatte aber zig OPs im Laufe seines Lebens an Augen und Ohren. Und ihm wurden Krukenberg-Arme operiert. Das sieht man heute eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, zwischen Elle und Speiche, zwischen den beiden Knochen wird ein Einschnitt gemacht und hat man hier so zwei rudimentäre Finger. Hat ein deutscher Militärchirurg nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt, diese Prozedur. Und vielleicht kannst du das Bild an der Stelle einblenden, wo man in der Tafel da sieht mit seinem Spaltenarm, wo er da schreibt. Mhm. Genau. Ja, und so hat er sich mit unglaublicher Willenskraft, aber auch viel Hilfe von den Leuten in seinem Umfeld wieder ins Leben zurückgearbeitet. Zunächst von seiner, er ist dann mit seiner Schwester zusammen von Berlin bei einer Odyssee über Dresden, Karlsbad und so weiter nach Bayern gelangt, als dann der Krieg vorbei war, waren sie irgendwo in Bayern. Und ja, er war ein begeisterter Chemiker in jungen Jahren schon. Und sein Traum war eigentlich immer, er wollte Chemie studieren. Das stand jetzt außer Frage. Er hat sich in Göttingen an der Universität eingeschrieben. Sein Vater ist
immer mit ihm zur Uni gegangen, hat für ihn mitgeschrieben und hat ihm später laut vorgelesen, was er gesagt hatte. Aber selber richtig folgen konnte er dem Unterricht nicht. Aber es stand außer Frage, dass er im Labor arbeiten konnte. Also musste er das wohl oder übel aufgeben. Und so hat er sich dann, so kam er auf diesen Weg, den er dann zu Ende gegangen ist und auf dem er diese großartigen Leistungen gebracht hat, nämlich die theoretische Physik. Das war so der sein Start in die Karriere, könnte man sagen. Und wirklich jetzt nur ein ganz kurzer Abriss, weil gerade im Buch ist es sehr gut beschrieben, es war ja wirklich auch ein Leidensweg. Du hast es angesprochen, zig Operationen, kann man sich gar nicht vorstellen. Immer wieder diese Themen. Nebenbei muss man sich überlegen, dass der Vater ihm das mitschreiben muss, was unterrichtet wird. Und ich würde schon vorweggreifen vielleicht oder sowas, dass diese Einschränkung, die er dadurch erfahren hat, ihm auch befähigt hat, eine enorme Gedächtnisleistung überhaupt zu vollbringen. Wir kennen das ja von Menschen, die so Sinne verlieren oder durch Unfälle, dass andere Sinne dann stärker werden. Und ich denke schon, dass das auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat bei ihm. Denn er hat ja im Hauptsächlichen eine irrsinnige Gedankenleistung vollbracht. Ich habe übrigens bei der Gelegenheit mal eben geguckt, also hattest du zufällig Otto Hahn gemeint als Physiker? Ja, Otto Hahn meine ich, genau. Ja. Dann haben wir das auch noch aufgeklärt. Und das hat eben auch in dieser Biografie sehr, sehr ausführlich beschrieben letzten Endes, wie sein Werdegang da war. Und ich habe damals beim Lesen auch gedacht, wie kann das ein Mensch aushalten? Wie kann man das dann und dann immer noch den Willen haben, weiterzumachen? Und dann kommst du plötzlich auf solche theoretischen Fragen, die du dir stellst und entwickelst ein vollkommen neues Weltbild, bis zu dem Zeitpunkt zumindest ein vollkommen neues Weltbild. Irre, also wirklich eine irre Leistung. Und das ist auch das, was ich am Anfang ja meinte, liebe Zuschauer, diese Persönlichkeit als Mensch. Ich hätte alles gegeben, den Mann noch kennengelernt zu haben und wenn ich nur einmal gesehen hätte, weil der mich in jungen Jahren so geprägt hat, eben aufgrund dieser Art und Weise. Na klar, hatte man das schon mal von Sportlern gehört, ne, die irgendwie schwere Unfälle haben und dann noch einen Wahnsinns-Lebensweg gegangen sind und vielen Menschen noch was geben konnten. Aber so universal gelehrt und mit solchen abstrakten Dingen zu befassen, unter den Bedingungen und unter diesem Zustand, die er erfahren hat, ist das wirklich sehr respektabel. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Insofern, es hat mich als jugendlicher Mann sehr geprägt, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja. Mhm. Wie war denn sein Werdegang dann im Prinzip? Ist er dann schon weg, wie gesagt, du hast es angesagt, von der Chemie weg und ist dann eher, hat sich eher den theoretischen Fragen der Physik gewidmet. Hatte er damals schon Kontakt, was glaubst du, ich weiß es jetzt ja gar nicht, zu Bohr und etc., zu Heisenberg, zum Thema Quantenphysik? Du sagst, er war schon auf der Höhe der Zeit, oder? Mit Heisenberg hatte er schon vor seinem Unfall mal Kontakt, aber die haben sich nicht gemocht. Mhm. Er hat auch unter Heisenberg studiert. In Göttingen, ne? Genau. Ja, genau. Heisenberg war damals Leiter des Max-Planck-Instituts für Physik. Das ist heute in München, ist später dahin gezogen. Aber die mochten sich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, ja, ich habe von, ein guter Freund von mir nach Heims Tod hat er mit seiner Witwe sich mal getroffen und die hat ihm die Geschichte erzählt. Sie war im Institut dort, um den Heim abzuholen oder so und hat dann Heisenberg im Nachbarraum zu dessen Assistenten sagen gehört, über den Heim, den dürfen wir nicht hochkommen lassen, der macht uns kaputt. Also das war auch ein gewisser intellektueller Neid, glaube ich, auf Seiten Heisenberg. Mhm. Eigentlich hätte der war Nobelpreisträger, dass das nötig gehabt hat, finde ich irgendwo schwach. Heisenberg wird heute immer so gefeiert als ja, der große Quantenphysiker, also, so begeistert bin ich von dem gar nicht. Man darf sich jetzt auch von einem Nobelpreis da nicht so blenden lassen. Auch so jemand darf man eben nicht auf so einen hohen Sockel heben. Ja. Da fand ich übrigens aber tatsächlich das, was Bohr eigentlich aus meiner Sicht, ja, hat er ja die Grundlagen gelegt letzten Endes, war eigentlich da der wesentliche Vorreiter, also zumindest soweit ich mich erinnern kann. Und wir wissen das ja auch, ich glaub, so eine ähnliche Geschichte habe ich auch schon mal über einen Einstein, der das auch nicht gemocht hat, wenn man seine Sachen in Frage gestellt hat. Gut, sei es dahingestellt, ist vielleicht auch so eine Sache, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dass man sich dann schon sehr wohl da selber auf dem Podest fühlt, wo es eigentlich gar nicht notwendig wäre. Menschen aber sind so gestrickt, ne? Also das ist vielleicht niemand vorgefeit, richtig. Aber es ist in so einer Konstellation fällt es natürlich dann sehr unangenehm auf. Vor allen Dingen, wenn es ja darum geht, eben nicht, ich meine, gerade wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst, das ist ja nichts, was jetzt dich selber irgendwie nur betrifft, sondern diese Entdeckungen oder diese Theorien, die du da entwickelst,
ich meine, das, und das haben die mit Sicherheit auch damals schon gewusst, die werden mal irgendwie in allen Lehrbüchern stehen. Und dann will man ja eigentlich meinen, in der Wissenschaft geht es um das große Ganze, weniger um Ruhm. Es geht darum, sagen wir mal, kollektiv die Menschheit vielleicht nach vorne zu bringen und hier neue Erkenntnisse zu gewinnen und die für alle zugänglich sind. Naja, wir sind in der heutigen Zeit eines deutlich Besseren belehrt, aber offenkundig hat es auch diese Bewegungen damals schon gegeben. Irgendwie kommt mir gerade in den Sinn, du hast ja gesagt, er hat sich auch sehr mit Raumfahrt befasst. Hat sich denn eigentlich er mit Werner von Braun, haben die sich gekannt? Weil das war ja ungefähr die gleiche Zeit. Ist da was bekannt? Mir fällt es gerade nicht ein, also ich wüsste es nicht. Ja, er hat jemandem aus dem Umfeld von Braun geschrieben. Was ihn damals als junger Mann angetrieben hat, war nach wie vor sein Interesse an Raumfahrt. Also ich weiß gar nicht, wie er überhaupt dann rangekommen ist. Das war ja auch Werner von Braun, das war ja Geheimsache. Das war ja nicht, stand ja nicht in der Zeitung, ja. Der V2-Entwicklung. Aber irgendwie hat er jemanden aus dem Umfeld da den Kontakt bekommen und dem also geschrieben, die Korrespondenz ist aber nicht erhalten. Das schreibt von Ludwiger zumindest in der Biografie, so kann man nachlesen. Mhm. Aber nach dem Krieg war das nach wie vor sein Motiv, sich da irgendwie mit Raumfahrt zu befassen. Und das spielt jetzt mit rein in die Sache mit Heisenberg. Das war ein unseriöses Thema damals. Trotz Werner von Braun, den man eben nicht kannte im damaligen Mainstream, der ist dann auch nach Amerika weg komplimentiert worden. Das war, ich habe das in dem, Karl Friedrich von Weizsäcker, das war der Vorgänger von Werner Heisenberg, nee, der Nachfolger von Nachfolger, egal, der war auch Leiter des MPI. Der hat die Äußerung gemacht, man könne, es wäre, würde niemals möglich sein, Satellitenbahnen stabil zu halten, weil es zu viel Störungen gibt. Und zwei Jahre später kreiste dann Sputnik um die Erde. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie mit welcher Selbstverständlichkeit einfach Neuigkeiten abgelehnt werden, weil sie nicht in das eigene Denken passen. Mhm. Es ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Es passiert aber immer wieder, als ob man auf der Geschichte der Naturwissenschaft nichts lernen würde. Also in so einem Umfeld hat sich dann Heim mit Raumfahrt befasst. Und vielleicht noch Anekdote von Ludwiger, hat sie ja beide verbunden und zusammengeführt, dann später dieses Thema. Der hatte im Studium auch irgendwann so ein Heft liegen, wo es auch irgendwie um Raumfahrt ging. Das wäre so, als wirst du heute die Esoterer irgendwo liegen haben oder sowas. Und irgend so eine Alternativwissenschaftszeitschrift. Und hat also deren Professor gesehen, was haben Sie da für einen Schmutzplatz? Mit sowas beschäftigen Sie sich? Und die haben sich dann, er und seine Kommilitonen haben sich dann rausgeredet, nein, da ist eine Herleitung von so und so drin, die ist ganz gut. Nur deswegen haben wir uns das also geliehen. Ist nicht unser, ne? Also nein, sonst nicht. So nach dem Motto ungefähr. In dem Umfeld hat Heim sich nach wie vor begeistert für Raumfahrt und wollte etwas beitragen. Und er war schon vor Kriegsende oder vor dem Unfall zu dem Schluss gekommen, mit chemischen Antrieben wird das nichts. Dass die Energieleistung ist nicht groß genug. Und deswegen hat er sich dann mit Kernspaltung beschäftigt, auch gehabt, deswegen Otto Hahn und so. Vielleicht geht es ja mit nuklearen Antrieben. Und auch das schließlich ist er dann zum Schluss gekommen, das reicht auch noch nicht. Muss irgendwas anderes her. Und so hat er sich diese Herkulesaufgabe aufgeschultert, Gravitation und Elektromagnetismus zusammenzubringen. Was ja eigentlich das Wichtigste ist in seiner Arbeit. Aber ganz kurz, bevor man da... Was bis heute nicht gelungen ist. Eben. Aber lass uns mal ganz kurz zurück und uns nochmal in diese Zeit versetzen. Jetzt überlegt das mal, ne? Wir versuchen das mal auf unsere Zeit irgendwie zu adaptieren. Wer weiß denn heute wirklich, was im CERN abgeht, ne? Außer die paar Berichte, die du da hörst oder wenn sie da mal wieder irgendeinen Erfolg gefeiert haben. Wir haben doch schlichtweg gar keine Ahnung, was dort abgeht. Also es ist heute auch nicht viel anders. Aber jetzt kommst du in einer Zeit, wirst du groß, wo es genau diese Entwicklungen ja als erste gemacht worden sind. Raumfahrt, das ganze Thema Quantenphysik kommt auf, Kernspaltung ist ein Thema. Und sicherlich auch noch einen Haufen Theorien drumherum, die man zumindest mal einen Ansatz gedacht hat. Und dann stellst du aber trotzdem damals schon fest, wie sehr doch das ein eingeschworener Kreis ist, ne? Wo sie sagen, ich weiß nicht mehr genau, wer den Satz geprägt hat, aber ne, das bestehende Weltbild verschwindet eben erst, wenn auch
die sozusagen, die es erfunden haben, mit weggestorben sind. Irgendwie sowas, also sinngemäß. Und wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. Also es geht ja darum, ne, bestehende Paradigmen und Digmen lösen sich eben nicht nur durch die breite Masse auf, sondern auch diejenigen, die es letzten Endes publiziert haben, wenn die wegsterben, ja. Erst dann wird Raum frei, wieder frisch zu denken. Wir sehen das ja heute überall. Wenn du dir so ein Lash heute anguckst oder sowas, ne, das ist Scheuklappe. Das ist nur das klassische Bild und mehr drumherum gibt es vielleicht auch gar nicht mehr. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es damals schon noch eine Zeit war, um die 50er rum vielleicht, ne, wo das schon noch ein Ticken offen war, noch ein bisschen open-minded war, wo man schon noch Gelegenheit hatte, in Grenzbereiche zu denken. Auch wenn sie sicherlich an den hohen Positionen innerhalb der Institutsleiter, klar, abgelegt werden. Aber das, wie du schon sagtest, sowas wie jemand wie Werner von Braun, heute können wir uns da leicht tun und sagen, naja, aber in Peenemünde haben sie das entwickelt, in München das und in Mittelwerk das und dieses und jenes. Aber die breite Bevölkerung hatte damals noch überhaupt keine Ahnung davon, was da überhaupt abläuft. Und insofern ist es ja spannend zu sehen, in welcher Zeit er da groß geworden ist und dann eben aufgrund seiner Behinderung und aufgrund seiner Einschränkung sich da wirklich durchgekämpft hat. Und vielleicht mag das auch ein Grund sein, warum er heute eigentlich in den Geschichtsbüchern nicht mehr drinsteht oder warum ich mich frage, wieso wird das in der Schule nicht gelehrt? Genauso wie Tesla letzten Endes, ja, ist ja auch sowas, was eigentlich das, wobei da muss man schon sagen, dass Tesla ist ja schon fast verboten. Heute kennen sie alle bloß das Auto, ja, aber nicht mehr den Entwickler und den Menschen und die Geschichte dahinter, die ja mindestens genauso interessant ist und genauso abgelaufen ist, wo man sagt, na, ist am Ende auch verboten worden und ist klein gemacht worden und eigentlich ziemlich arm gestorben am Ende, obwohl er die Welt hätte revolutionieren können, wenn das gewollt wäre. Und ich setze das eben sehr gleich. Ich setze Burkhardtheim genau in diese gleiche Strecke rein, dass es in Burkhardtheim jemand gewesen wäre, wenn man ihm zugehört hätte und wenn man das öffentlich gemacht hätte und das publik gemacht hätte, jemand gewesen wäre, der unsere heutige Zeit wirklich geprägt hätte. Auf jeden Fall. Also ich sehe es auch so, wie du sagst, mit Wissenschaft, oder die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft beginnt ja eigentlich erst so vor 200, 300 Jahren mit Galilei, 250 Jahre, diesen berühmten, den galileischen Verzicht, als der Mann sagte, wir kommen jetzt nicht weiter in unserer Naturbeschreibung, Betrachtung, wenn wir uns immer mit der Metaphysik herumschlagen, wir blenden das jetzt mal aus. Und gucken mal nur ins Außen, was wir messen können. Und machen mal damit weiter. Und so entstand die moderne Naturwissenschaft. Galilei hätte nie gewollt, dass man die ganze Metaphysik und auch die Ethik, die daran natürlich hängt, dass man die vergisst. Das ist ja heute längst passiert, leider. Heute wird man schräg angeguckt, wenn man da irgendeine Verbindung postuliert. Aber das hat sich so entwickelt über die, ja, über 100, 150 Jahre. Irgendwann kam diese philosophische Strömung des Positivismus auf, dass man also sagt, es gibt nur noch Materie und alles andere ist irgendwie eine Folge davon. Man findet sehr viele Absurditäten in diesem Art zu denken, aber das wollen wir jetzt vielleicht nicht aufmachen. Das Fass. Aber Wissenschaft hat geblüht, denke ich mal so bis vor 100 Jahren, also mit Einstein. So, das war so die Krönung dessen, was heute auch vermittelbar ist noch, damals, also Anfang des 20. Jahrhunderts war so Planck, Einstein, alle großen Namen eigentlich, die heute in den Lehrbüchern stehen, die haben damals ihren Ursprung, haben damals gelebt und gewirkt. Und ja, der Zweite Weltkrieg war in vieler Hinsicht eine Katastrophe, auch in geistesgeschichtlicher und wissenschaftlicher, weil danach hat sich alles sehr eingeengt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ja, seit den 50ern, seit Anfang der 60er Jahre zum Beispiel, gibt es keinen echten Fortschritt mehr in der Physik. Die Teilchenphysiker feiern noch ihr Standardmodell, wovon man auch nicht unbedingt was halten muss. Aber die letzte revolutionäre Idee war Einsteins allgemeine Relativitätstheorie und die Einheit von Raum und Zeit und deren Geometrisierung. Und danach kommt nichts mehr. Alles, was wir seitdem erlebt haben und was uns als große Neuerung verkauft wird ständig, das sind neue Details in dem alten Bild, wo man mal mit dem Mikroskop noch schärfer hinguckt und vielleicht es technisch noch besser umsetzt auch. Das kann man auch nicht bestreiten, dass uns das unglaublich weitergebracht hat.
technologisch, kulturell und gut, ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber kann man sich streiten, aber es hat uns weitergebracht. Und es hat sich so zementiert. Und seit diesen zwei Generationen, die jetzt vergangen sind seit Einstein, ist halt nichts Großes passiert. Und Wissenschaft hat sich von diesem Ideal, das sie vor 100 Jahren noch war und mit dem ich auch aufgewachsen bin und wie ich sie nach wie vor wahrnehme, hat sie sich entfernt zu einem Broterwerb, zu einer Institution, zu einem Betrieb, der sich selbst erhält irgendwo. Ja, und sich durch seine Postulate auch immer wieder selbst erhält. Ja, also das kommt sicherlich noch dazu. Ja. Das ist ja das, was ich letzten Endes kritisiere, dass heute, obwohl überall ganz groß drüber steht, das ist eine Theorie, ja, gehen wir heute davon aus oder wird das Weltbild erzeugt? Na, so ist es. Wir wissen es ja ganz genau. Wir haben ja die besten Messgeräte und deswegen haben wir ja für zig Milliarden so ein Ding da gebaut irgendwo, ne, so ein Teilchenbeschleuniger, um zu gucken, was da wirklich ist. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Und dabei, wenn man aber tiefer reinguckt, und zwar in alle diese Bereiche, spielt gar keine Rolle, welche, dann stellst du fest, es ist alles nur noch postuliert. Es ist eben nicht wissenschaftlich begründet. Und lass uns wieder zurückkommen, also so sehe ich das zumindest, lass uns wieder zurückkommen und da den Anschluss finden, denn das ist ja genau eigentlich das, worum es geht. Weniger eigentlich dieses sechs- oder zwölfdimensionale Weltbild, was man heute, was zumindest bekannt ist von Burkertheim, war ja seine eigentliche Intention und du sprachst es das an und das ist das, was das wirklich Geniale ist. Die Kombination oder die Verbindung von Gravitation und Elektromagnetismus. Das war ja genau. Eigentlich der viel wichtigere Aspekt letzten Endes, als statt, was man heute letzten Endes draus macht. Denn selbst in vielen Berichten, die man heute über Heim hört, hörst du nur über diese Dimensionsgeschichte was und über postmortale Zustände und dass er das erklären konnte. Aber seine eigentliche Berufung war ja eben genau das, wie gesagt, Gravitation und Elektromagnetismus in einer Gesamtformel zu versuchen, zumindest am Anfang versuchen zusammenzubringen. Ne? Und um deinen Anschluss noch eben zum vorigen Thema zu sagen, Heim hätte im Prinzip da weitermachen können, wo Einstein aufgehört hat. Mhm. Einstein hat ja auch gerätselt an genau dieser Sache. Wie bringt man Elektromagnetismus und beziehungsweise wie bringt man Quantenphysik und allgemeine Relativitätstheorie zusammen? Und Heim hat einen im Ansatz ähnlichen Formalismus verwendet wie Einstein in der Relativitätstheorie. Darf man jetzt nicht sagen, das ist eine Weiterentwicklung der Relativitätstheorie. Da ist er doch viel, viel weiter gegangen später. Aber da hätte in den 50er Jahren, wenn Heim das alles publik gemacht hätte, frühzeitig, dann wäre es einen anderen Weg gegangen einfach, diese ganze Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Und dann wären wir heute woanders, würden dieses Gespräch nicht führen oder du und ich säßen ganz woanders. Und naja. Ja, er hat sich diese Aufgabe gesucht, das beides zusammenzubringen und kam schließlich darauf, dass man, ja, dass unter gewissen Umständen elektromagnetische Strahlung in ein Gravitationsfeld umgewandelt werden, es ist umwandelbar sein müsste. Und hat daraus gewisse Aussagen abgeleitet aus diesen Theorien oder aus dieser Theorie. Darüber hat er Anfang der 50er Jahre Vorträge gehalten, öffentlich und auf sein eigenes Betreiben. Und das war auch etwas, was Werner Heisenberg ihm sehr übel genommen hat. Er hat sich erstens mit Raumfahrt zu beschäftigen und zweitens dann noch solche fantastischen Sachen zu äußern, die heute eigentlich, also ja, das ist 70 Jahre jetzt her, aber in der UFO-Forschung ist es immer noch nicht angekommen, komischerweise. Es ist genau das, er hat zum Beispiel dann vorausgesagt, wenn ein Gefährt dieses Gravitationsfeld erzeugen würde, dann würde im Inneren dieses Feldes, das hätte seinen eigenen Trägheitsvektor. Das wäre sozusagen abgekoppelt vom Rest des Universums. Mhm. Das würde heißen, egal welche Manöver das vollführt, im Inneren würde man nichts merken. Und das ist ja genau das Verhalten, was wir so merkwürdig finden an diesen Objekten, die auf Radar aufgezeichnet sind, die unbestreitbar existieren, die also mit 20.000 km/h um die Ecke fliegen, im spitzen Winkel oder auf der Stelle plötzlich stehen bleiben oder aus dem Stand beschleunigen auf unglaubliche Geschwindigkeiten, wo man auch ausrechnen kann, wie viel G das entspricht. Also jedes Material würde sofort zerbröseln, kollabieren und von Insassen ganz zu schweigen. Ja. Und da kommt er eben mit solchen Postulaten, dass es eben doch möglich ist. Und die Zeitschriften,
der Stern, der Spiegel, alle, die heute sich so da empört die Finger von lassen würden, haben ihn gefeatured als neuen Einstein, als den Wegweiser der Zukunft. Und du kannst dir vorstellen, wie das seine Professoren, wie das geärgert haben muss. Da kriegt der Student, der noch nichts Anständiges gelernt hat, sozusagen, kriegt da seine Aufmerksamkeit und auch noch mit solchen Fantastereien. Ja, das war vielleicht so die Ursprünge, dass sie sich wirklich dann nicht abkonnten. Trotzdem, er hat dann sein Diplom gemacht und stand dann ja vor der unsicheren Zukunft. Aber auch das war eigentlich sein Plan. Er wollte mit diesen Vorträgen auch ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Und er hat, das war auch erfolgreich, er hat sehr viel Spendengelder eingesammelt von privaten Leuten, aber auch letztendlich von der Firma Messerschmitt Bölko Blohm, MBB, die ihn über Jahrzehnte finanziert haben, weil sie sich gedacht haben, und das ist eine ganz hervorragende, zukunftsgerichtete Denkweise, die ich mir von jedem Unternehmen wünsche eigentlich, wenn es dieses Antriebssystem denn geben würde, dann wollen wir die Ersten sein. Die wollten sich das also sichern. Ja, erfolgreich war diese Investition nicht. Ich meine, sie war jetzt auch nicht überragend im Laufe der, ich weiß nicht, wie viel Geld er insgesamt damit bezogen hat von denen. Aber es war immerhin, hatte sein Auskommen damit und konnte arbeiten und konnte uns das hinterlassen, was wir heute kennen. Die Frage ist ja am Ende immer die, war die Forschung dann am Ende wirklich frei? Oder hat er vielleicht sogar Ergebnisse gehabt, die aber eben nicht bekannt gemacht werden durften, ja, weil sie eben das Weltbild vollkommen umbauen? Und das mag sicherlich auch ein Grund sein, warum jemand wie Heisenberg, wie gesagt, der es eigentlich ja gar nicht nötig hatte, der hatte ja schon das, was wir heute Status nennen, das, was wir heute seine Berühmtheit nennen. Und es ist ja auch nicht Quatsch, was Heisenberg postuliert hat letzten Endes. Aber auch der hatte eben seine Schwierigkeiten damit zu sagen, ja, wie kriege ich jetzt Einstein, seine Theorie, sprich, und die Quantenphysik, wie kriegen wir die zusammen? Es war nämlich nicht möglich. Ja, sie haben sich gegenseitig, das sind im Prinzip zwei Stränge der Physik, wo man, sagen wir mal, annehmen kann, ja, beide beschreiben Phänomene, die so beschreibbar sind und die auch nachvollziehbar sind, aber eben nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Jetzt kommt da ein Student und sagt, naja, aber das könnte so und so und könnte so und so. Muss ich mal, wie gesagt, in die Zeit wieder reinversetzen. Es war schon auch noch eine andere Kultur letzten Endes auch in diesem Land. Wir sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und dann kommt da einer daher und forscht an solchen Dingen. Ich glaube, Schauberger zum Beispiel hast du ganz von angehört, der hat ähnliche Überlegungen, ja, über Antigravitation, also mit seinen Flugscheiben das zu regeln. Und ich bin fasziniert von solchen Überlegungen und von solchen Menschen, die sowas anstrengen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Apparat, den es auch sehr wohl früher schon gegeben hat, eben nicht begeistert war, wenn da jemand daherkommt und der das ganze Weltbild da auf den Kopf stellt. Wie ist es denn dann weitergegangen? Ich meine, er ist ja zum Schluss am Ende, so sage ich das jetzt mal, durchaus ja zu einer brauchbaren Lösung gekommen, diese beiden Sachen zu kombinieren. Ich will da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Mhm. Wenn wir sagen, Quantenphysik und allgemeine Relativitätstheorie vereinigen, gehen wir mal einen Schritt zurück und sagen Elektromagnetismus und allgemeine Relativitätstheorie oder Elektromagnetismus und Gravitation vereinigen. Das sind beides Naturphänomene, Naturkräfte. Und Quantentheorie bzw. allgemeine Relativitätstheorie sind Theorien. Das sind also Beschreibungen von Naturphänomenen, die basieren auf gewissen Annahmen. Und man ist nicht frei von Annahmen. Ja. Und man hat also das Denken hat einen Background. So wie Heim seine einheitliche Weltbeschreibung entwickelt hat, daraus kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass man allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie gar nicht vereinigen kann, weil sie vom Formalismus her inkompatibel sind. Will ich jetzt nicht beschreiben, warum, aber warum genau. Aber es ist mathematisch gesehen inkompatibel. Und heißt aber im Endeffekt, die Mathematik ist ja auch nur eine Sprache, mit der man gewisse Sachen beschreibt, in der man Dinge formalisiert und dann weiterdenkt. Aber dahinter steckt eine bestimmte Art zu denken und die Welt zu betrachten. Heim war eigentlich auf der Linie von Einstein, der auch sagte, es gibt diesen berühmten Satz, Gott würfelt nicht. Mhm. Da spricht mit dem er
die Interpretation der Quantentheorie, die auch Heisenberg vertreten hat, kritisiert hat, nicht die Beobachtungen oder die Konsequenzen der Quantentheorie, sondern die Interpretation. Heisenberg und seine Homies haben gesagt, wie das erscheint, das ist so. Und wir können nicht dahinter blicken. Die Natur ist so, die Natur ist, die will uns nicht mitteilen, warum das Teilchen jetzt der einen Stelle da ist. Das ist halt so dieses statistische Verhalten. Und wir, also sie sahen einfach diese Phänomene als fundamental an und nicht weiter zerlegbar sozusagen und nicht weiter verstehbar. Ich könnte sagen, Agnostizismus dazu, also ich kann, das ist zwar da, aber ich kann es nicht erfassen mit meinem Geist. Und Menschen wie Einstein und natürlich auch Heim haben nur sich von sowas natürlich nicht, wollten da nicht aufhören einfach. Ist ja eine Art von Kapitulation auch. Mhm. Wir stehen, unsere ganze Quantenphysik und diese ganze Philosophie, die daraus gesponnen ist, die steht und fällt eigentlich mit diesem mehr oder weniger willkürlich gewählten Standpunkt, der in den 50er Jahren auch noch sehr kontrovers war. Der hat sich später als Mehrheitsmeinung durchgesetzt. Aber es war damals keineswegs sicher, dass das der Fall sein würde. Also dieses Unbestimmtheitsprinzip und Welle-Teilchen-Dualismus, es waren einfach nur Interpretationen, die dann ontologisiert wurden. Das heißt, ihnen wurde eine Realität per se zugeschrieben, anstatt zu sagen, das sind Beobachtungen, Messergebnisse, aber wir sehen sie durch eine bestimmte Erwartung. Mhm. Mhm. Und ich glaube, der Dürr hat das ja mal so versucht auszudrücken, indem er gesagt hat, wir können die Realität eigentlich oder die Wirklichkeit nur beschreiben, wenn wir eine Grundannahme haben, dass die Wirklichkeit aus das, was er dann Wirks genannt hat, also als Teilchen jetzt gesehen oder versucht es so zu erklären. Und das ist eben ein anderer, das bedarf ein Bewusstsein dahinter. Und wie willst du Bewusstsein mathematisch beschreiben? Ich glaube, Amit Goswami, also auch jemand in der Quantenphysik, ein ganz großer, hat das mal in seinem Lehrbuch geschrieben, so, oder ich weiß nicht, einen Vortrag mal gelesen von ihm oder gehört, der ja auch gesagt hat, Amit Goswami, wie gesagt, der, ich glaube, Grundkurs, Basiskursbuch geschrieben hat in Amerika letzten Endes für die Quantenphysik und die Schüler. Sei es drum, geht es nicht darum. Aber der ja auch sagt, es braucht einen viel größeren Bereich, den wir da hier mit einblenden müssen, nämlich das Thema Bewusstsein und was Bewusstsein überhaupt ist. Und das lässt sich eben mathematisch gar nicht beschreiben, sondern kann aufgrund der Quantenzustände nur angenommen werden. Und dann ist aber eben nicht das materialistische, messbare, berechenbare Universum die Basis von allem, sondern eben das Unberechenbare. Also sprich, das Bewusstsein ist die Basis aller Materie. Das ist ja auch das, was heute letzten Endes auch in der spirituellen Welt letzten Endes die Grundannahme ist. Ja? Deswegen wird das ja auch oft miteinander kombiniert, Quantenphysik, quantenphysikalische Zustände und spirituelle Themen miteinander ich nenne es jetzt mal absichtlich, in Verschränkung gebracht, was aber eben nicht unbedingt sein muss. Aber ich glaube, das war das Hauptthema, was auch Einstein hatte und dann sicherlich auch Heisenberg in der Ablehnung von Heim, dass Heim sehr wohl gesagt hat, es bedarf einer dahinterliegenden Kraft, wie auch immer die immer dann nennen. Ja? Also ich würde es heute sagen, es ist Bewusstsein. Und dass diese Komponente natürlich in der klassischen Physik ja überhaupt gar nicht da ist, weil sie ja schon aus dem 18., 19. Jahrhundert heraus so materialistisch geprägt ist, dass du ja nicht von einem Bewusstsein, weil dann bist du ja im Glauben. Da bist du ja nicht mehr in der Wissenschaft. Da bist du ja das, was die Kirchen sagen. Ne? Alles entsteht aus eins oder aus einem Gott oder was auch immer. Ich glaube, da hatten die riesige Schwierigkeiten, das irgendwie miteinander zu kombinieren. Naja, das würde ich gar nicht mal so sagen, weil die meisten der Menschen damals waren gläubig. Mhm. Man wurde so erzogen. Du hattest keine große Wahl. Eigentlich ist es mehr so eine Art Schizophrenie. Das sagt Jochen Kirchhoff, der Philosoph, weist immer darauf hin, der Wissenschaftler heute, der hat dieses materialistische formale Weltbild auf der einen Seite im offiziellen Leben und privat kann er glauben, im spirituellen Sinne, was er will, und beides muss er aber trennen. Das heißt, er kann sich nicht selbst als Mensch in der Wissenschaft erleben, sondern die Wissenschaft ist vom Menschen losgelöst. Was er dann auch sagt, ist eine Absurdität.
Das kann gar nicht sein. Wenn man, und da kommen wir auf den galileischen Verzicht zurück, das ist das Ergebnis davon. Du kannst nicht den, es ist ungesund, einfach in einem, nicht unbedingt jetzt körperlich, aber in einem gesellschaftlichen Sinne, im Sinne unserer, vielleicht auch im Sinne von, im ökologischen Sinne, wo das dahin führt, diese Trennung zu sehen und die auch zu kultivieren. Aber kommen wir an der Stelle dann zurück zum Heim und wie er, also ich glaube nicht, dass ihm das so bewusst war, als er diese Postulate aufgestellt hat. Wie gesagt, mein Antrieb war eigentlich, ich möchte ein System für die Raumfahrt erfinden. Mit dem Bewusstsein und dem Paranormalen war er damals schon in Kontakt damit, nicht zuletzt durch eine persönliche Erfahrung. Als er seine Spaltenarme operiert bekommen hat, hat er eine Out-of-Body-Experience gehabt. Und dabei auch Dinge erfahren, die während der OP passiert sind, die er nicht hätte wissen können. Und der Arzt, der hat er später darauf angesprochen, dachte also, das hätte ihm jemand verraten. Der war ziemlich böse. Wer war das? Also offensichtlich gab es da was, das wusste er schon. Aber Anfang der 50er steckte das noch sehr in den Kinderschuhen. Vielleicht hat er darauf unbewusst hingearbeitet, aber direkt aus seinen Werken rauslesen kann man das nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen, da würde man zu viel sagen. Das kam erst später. Oder sagen wir, es entwickelte sich zur selben Zeit, aber diese Theorie mit der Gravitation, mit der Gravitationserzeugung, die war ja sogar noch in 4 Dimensionen. Da braucht er noch gar keine 6 Dimensionen zu. Wir können uns ja mal versuchen, gedanklich in so einen Prozess reinzufinden. Jetzt bist du Physiker, also wirklich aus der Natur heraus. Du oder bist im mechanischen Weltbild. Das meine ich jetzt nicht nur generell für Burkhard Heim, sondern mal generell, ne? Und jetzt erlebst du sowas, Nahtoderfahrung oder Out-of-Body-Experience. Was macht das mit einem Menschen in dem Moment, wenn du so ein materiell geprägtes Bild eigentlich hast oder dir eingetrichtert worden ist, müsste man eigentlich vielleicht besser sagen oder würde ich jetzt sagen. Und plötzlich stellst du fest, aber du hast eine Art Traumreise oder sowas und nimmst Dinge wahr, wo du sagst, Moment mal, aber die sind ja da. Ich habe sie jetzt tatsächlich selber erlebt. So, wie willst du das miteinander kombinieren, wenn du jetzt anfängst, ne? Das ist ja das, was fehlt heutzutage. Das ist ja genau das. Es gibt entweder oder. Ne? Es gibt die Sufis, die Spirituellen, die Gurus, die nur diese Welt kennen. Und dann gibt es eben diese materialistischen geprägten Menschen, die nur diese Welt kennen. Und wir kriegen es seit 50 Jahren oder mehr eigentlich nicht auf die Reihe, diese beiden miteinander zu kombinieren. Und vielleicht sogar eine einheitliche, nennen wir es ruhig Formel, ja, zu entwickeln, wo beides Bestand hat, wo das Thema Bewusstsein und Entwicklung einen Bestand hat und wo das Thema Materie oder das, was wir Materie nennen, Bestand hat. Da gab es ja auch in den letzten 50 Jahren sehr viele Entwicklungen, wo man festgestellt hat, naja, das, was wir letzten Endes unter Materie bezeichnen, ist auch nichts Festes, sondern es ist nur die Illusion der Festigkeit aufgrund der, sagen wir mal, Dichtezustände. Und jetzt bringe ich mal das ganze Thema Äther oder sowas, was ja in den 20er, 30er Jahren in Deutschland ja auch noch durchaus publiziert worden ist und gelehrt worden ist. Das lassen wir mal raus jetzt hier aus der Gleichung. Dann sehen wir ja eben genau diesen Missstand, den wir heute haben. Der Mensch ist abgekoppelt letzten Endes von seiner göttlichen Natur. Entweder er geht den materialistisch geprägten Weg oder den rein spirituellen. Die allerwenigsten, glaube ich, versuchen beides miteinander zu kombinieren. Aber das ist ja genau das, was Burkhard Heim ja am Ende eigentlich auch gemacht hat. Ja, danach zu suchen, was bringt diese beiden erstmal offenkundig nicht gleichen Dinge, was bringt die beiden zusammen? Also, so würde ich das jetzt vielleicht philosophieren. Ja, man muss ihn auf jeden Fall im Kontext einer bestimmten Philosophie wahrnehmen. Das sehe ich auch so ein bisschen als Aufgabe der Nachwelt eigentlich, weil er selbst hat sich zu gesellschaftlichen, auch ökologischen Themen geäußert. Von der Philosophie her, da hat er auf einem bestimmten Bild aufgebaut. Da muss man jemanden, den man eigentlich viel stärker erwähnen müsste, wäre die Philosophin Hedwig Konrad Martius. Die erste Frau in Deutschland, die einen Doktortitel und Professur in Philosophie erlangt hat, in den 50er Jahren. Eigentlich war sie seine geistige Wegbereiterin. Ich werde in nächster Zeit werde ich mindestens ein Video machen, wo ich das noch etwas stärker herausstellen werde. Mhm.
Heil ist, der wird häufig so wahrgenommen, wie er ist so isoliert, geistig. Und der hat das alles so aus sich selbst generiert und aufgrund seiner Genialität, aber das war nicht so. Mhm. Er ist schon in einem Kontext einzuordnen, der einfach gedacht wurde, auch von den Philosophen, und der anschlussfähig ist, der zurückreicht bis in die Antike. Und dadurch ist Heims Weltbild und seine Formalisierungen dann, die sind auch anschlussfähig an das klassische Denken. Und das ist der wichtige Punkt, glaube ich, der, ja, wie gesagt, der noch stärker herausgestellt werden muss. Mhm. Ja, also es begründet, er hat auf einer bestimmten Philosophie aufgebaut, und die ist er ist ein Riesenschritt gegangen, denke ich. Dass jemand auf die Idee kommt, paranormale Prozesse oder das Sterben oder das Jenseits, das in eine formale Sprache zu bringen, so mit derartiger Konsequenz. Mhm. Wobei man auch hier sagen muss, das war durchaus nicht unpopulär. Also in den 50er, 60er Jahren gab es durchaus mehrere Leute, die auch so Formalisierungen versucht haben. Oder zum Beispiel die Psi für so Paranormales. Die wurde auch geprägt von Parapsychologen, die einfach etwas gesucht haben, womit das Ganze etwas formaler, wissenschaftlicher klang, womit sie aber eigentlich das bezeichnet haben, was bislang gar nicht fassbar war. Gut, und Heim hat das in einer unglaublichen Konsequenz gemacht. Und jetzt haben wir dieses ziemlich genial durchdachte Modell mit neuen Begriffen, die man auch braucht, weil wenn man stell dir einen Seefahrer vor, der irgendwie neue Inseln entdeckt, natürlich benennt er die, muss er auch und darf er auch. Und genauso darf Heim eben Wörter prägen wie Ilkor, Syntrometrie, Telekor, Syntrokline und all sowas, also ein Counterwelsch. Ja. Und er hat es ja trotzdem versucht zu definieren. Also es ist ja nicht so, dass er den Begriff einfach dahingeschmissen hat und gesagt hat, so, das benennen wir jetzt einfach so. Es ist ganz hervorragend definiert. Genau. Es ist auch sprachlich, hat das Hand und Fuß. Genau. Er war Fan vom Altgriechischen. Und das kannst du alles zurückführen. Das sind alles sehr logische Begriffe eigentlich. Die sind nur ungewohnt. Mhm. Ich finde die eigentlich viel besser, als wenn du heute die Physik guckst, dann alles so Begriffe, die können aus Mickey Mouse stammen, ja? Wurmloch und Big Bang und, und all sowas, was so kindliche Sprache. Ja, so ein bisschen kitschig auch, ja. Ich erinnere zum Beispiel Wilhelm Reich, auch Zeitgenosse dieser Zeit oder sowas, der auch viel weiter gedacht hat, und dann der Thema Orgon und so weiter. Aber der auch letztendlich dafür ja in die Kritik geraten ist, dass er Begrifflichkeiten erfindet oder Dinge eben halt benennt und sagt, pass auf, aber er hat es ja definiert. Er sagt, ich bezeichne das so und so, weil das und das und das ist die Folge dessen, das und das und das. Ja, wir wollen jetzt da nicht zu tief reingehen, weil dann haben wir die nächste Sendung vielleicht über das Thema mal irgendwann. Aber ich möchte gerne eben zum Schluss kommen für diese erste Folge, weil wir wollen ja gar nicht, ne, wir schaffen es sowieso nicht, sein ganzes Meisterwerk in eine Sendung reinzupacken. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch abschließend, weil wir irgendwie heute bei der Biografie waren von Burckhardt, dass wir zumindest mal noch irgendwie mit reinbringen, wie ist es ihm denn in den Folgejahren denn danach ergangen, dass diejenigen, die jetzt die Biografie nicht lesen oder sowas, und bevor wir wirklich mal ins sechsdimensionale Weltbild eintauchen, werden wir vermutlich in der nächsten Sendung tun. Das war aber die Sendung nochmal abschließend zu sagen, wie ist es in den letzten Jahren seines Lebens denn ergangen? Weil einen gewissen Teil an Anerkennung hat er ja sehr wohl dann schon noch bekommen. Leider nicht dem, der ihm zusteht, und in der Größe nicht, aber ganz vergessen war er dann doch nicht. Ne? Ja, er hat ja letztendlich publiziert, zur großen Empörung vieler seiner Fachfreunde eigentlich und seinem dann späteren Leitwesen in einem Verlag für Parapsychologie, dem Resch-Verlag. Es war der Professor Resch, ist Professor für Theologie, und die waren befreundet, und niemand wollte ihn publizieren, weil das Format einfach nicht stimmte. Will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber es war also eine Notlösung, dass er da publiziert hat. Und dann war er erstmal in dieser Schublade. Man hat es ihm durchaus übel genommen. Die meisten haben eigentlich zu ihm gehalten, aber er war halt, ja, jetzt war er verbrannt irgendwo. Und das war jetzt die,
die Schwierigkeit wurde größer, sag ich mal, ihn im Mainstream noch kompatibel zu halten oder ihn da unterzubringen nach wie vor oder ja, mit dem Mainstream befreundet zu bleiben sozusagen. Konsequenz war auch, dass er den Walter Dröscher kennenlernte, mit dem zusammen er dann das zwölfdimensionale Modell entwickelt hat und was eigentlich auch, ja eigentlich war es, es heißt immer Heims Modell, eigentlich war es Walter Dröschers Modell, das nehme ich jetzt mal vorweg, wenn wir mal darüber sprechen. Und aber das erstmal beiseite. Er ist dann einfach sehr bekannt geworden in dem Bereich, wo, ja, im Bereich, der, wo es um Parapsychologie ging, hat auf den Basler Psi-Tagen häufiger Vorträge gehalten, war auch bei der MUF von CES. Und in dieser Szene, nenne ich es mal, da ist er, hat er seine Anerkennung und ist auch sehr bekannt geworden. Mhm. Genau. Und das ist auch so ein bisschen der Mythos, würde ich geradezu sagen, der bis heute nachwirkt und den ich ja auch versuche, am Leben zu erhalten. Das ist ja auch mein Motiv. Ich habe, es gibt den Illo Brandt von Ludwiger, der sehr viel über den Heim geschrieben hat und das auch in seine Betrachtung einfließen lässt, über, also weiträumig über, es gibt dieses schöne Buch von ihm, Wissenschaft, Alchemie und Mystik, kann ich es auch sehr empfehlen, wie das man also das in diesem in Heims Modell unterbringen kann, also auch Dinge wie Stein der Weisen und sowas. Ja. An der Stelle vielleicht noch Professor Dr. Ernst Senkowski zu erwähnen oder sowas, der Senkowski, auch... Ja, genau, ja. Transkommunikation. Genau. Ja, ja, in diesem Bereich ist er bekannt und ich möchte das am Leben erhalten, weil ich die Befürchtung sonst hätte, dass es so, dass wenn nichts weiter kommt, dann bleibt er vergessen. Ja. Die ihn persönlich kannten, die haben ihn in positiver Erinnerung. Es ist ja auch jemand, den man übersehen kann, aufgrund seines Schicksals und aufgrund der Kühnheit seiner Gedanken auch. Ja. Und bis Ende der 90er war er ja aktiv. Das ist jetzt halt auch schon, also ja, vor 22 Jahren ist er jetzt gestorben. Genau. Und mein Anliegen, deswegen heißt es Sechs Dimensionen in Farbe, ist, dass, ja, früher gab es kein, hätte es damals YouTube gegeben, vielleicht wäre es ihm einfacher gefallen, bestimmt, bekannt zu machen. Das ist ein, es ist einfach ein Medium, da weißt du genau, wovon ich spreche, womit einfach jeder die Gelegenheit hat und die Möglichkeit hat, sich ja auf eine Weise zu publizieren, die nicht vorstellbar war früher. Ja. Und man kann mit sehr einfachen Mitteln kann man doch recht viele Menschen erreichen und auch das in der Form bringen heutzutage, die gesehen wird. Und das ist eben keine graue Theorie, weil die guckt sich keiner an, das ist, dann langweilt man sich irgendwann, sondern mit Bildern, mit Beispielen, mit Farbe, das ist mein Hintergedanke, dass es einfach Interesse weckt. Und Heim muss interessant bleiben und man muss sich mit ihm beschäftigen und er muss auch weitergedacht werden. Ja. Überhaupt nicht, dass er hier als Guru für alle Zeiten auf dem Sockel steht, wie eingangs gesagt. Das ist ein Schritt in der Geschichte unserer, ja, der Naturwissenschaft und unserer Beschreibung und Philosophie von der Welt, in der wir leben. Und der gehört unbedingt dazu. Und auf den muss zurückgegriffen werden. Und der sollte, ja, er sollte in 50 Jahren möglichst in jedem Lehrbuch stehen. Und irgendwann kommt bestimmt auch jemand, der sagt, zu Recht sagt, Heim, so ein Quatsch, wie kann man noch an sowas denken? Wir wissen das heute viel, viel besser. Und dann werden das dieselben Leute sein, die heute, also es werden die Leschs von und Yogeshwars von morgen, die werden dann den Heim bis aufs Messer verteidigen und sich gegen alles sperren, was also den irgendwie kritisieren könnte, was als an neuen Ideen dann dazukommen. Aber das scheint irgendwie eingebaut zu sein in diesem System. Was für eine wunderbare Vision, die ich gerne mit dir teile. Und da sind wir Brüder im Geiste in diesem Sinne. Genau weil es eben so in Vergessenheit gerät. Und ich würde auch sagen, auch der Mythos darf ruhig, ein Teil davon darf immer da bleiben, weil er macht so einen Menschen ja und auch seinen Lebensweg macht es ja letzten Endes auch ein Stück weit aus. Ne? Und erst recht, und das wissen wir ja alle, dass so ein gewisser Erhalt eines Mythoses auch letzten Endes dafür sorgt, dass er unsterblich ist. Ja, weil der Mythos kann nämlich nicht sterben, denn der ist entweder da oder nicht. Ich möchte aber nochmal zurück letzten Endes, und das sind meine abschließenden Worte zu dieser wunderbaren ersten Sendung, wie ich finde. Man möge sich mal vorstellen, wenn diese Menschen, diese genialen Erfinder und Denker, ja, wenn die freie Fahrt hätten.
schon basierend letzten Endes auf das, was, wie gesagt, was ein Tesla vielleicht schon in den Ende des 18. Jahrhunderts gemacht hat. Ja, rein dann zu einem, von mir aus auch einem Einstein, zu einem Niels Bohr, Heisenberg, wir haben ein paar angesprochen, Burkhard Heim natürlich und, die uns ja alle irgendwo auch Orgon-Kollegen, ich hatte den Namen in Reich, ja, Schauberger und so weiter, alle diese Menschen haben uns Einblicke gegeben in eine faszinierende Welt, aber sie haben sie eben halt nur in ihrem Rahmen, in ihrem kleinen Baukasten letzten Endes beschrieben, ja, so wie sie wahrgenommen haben. Einige sind sicherlich mal über den Gartenzaun drüber und haben mal geguckt, was andere so machen. Aber wenn wir das vereinen könnten, man möge sich mal die Welt vorstellen, wie wir sie heute hätten. Sowas wie das Thema Transhumanismus wäre heute, würde niemals aufkommen, weil eben nicht der Mensch die Maschine ist, sondern eben das Leben und dieser Mythos Leben dann auch wieder wirklich Einzug halten würde in die Gesellschaft, in die Geschichtsbücher, in die Lehrbücher. Was würden wir für Menschen heute sein und sein können, wenn wir unseren Kindern anfangen, mit solchen Themen zu beschäftigen und diese weiterspinnen dürfen? Ja? Und daraus entsteht ja was. Und das war auch für mich der Grund zu sagen, ich muss dich unbedingt einladen. Ich möchte auf jeden Fall dafür Sorge tragen, in meinem Rahmen, der mir möglich ist, mit der Reichweite, die ich habe, dieses Thema weiter vorzubringen und da gerade deinen YouTube-Kanal hier nochmal zu empfehlen. 6 Dimensionen in Farbe findest du hier unten. Einfach mal abonnieren, auch wenn du nicht jedes Video schaust vielleicht davon oder es vielleicht auch gar nicht verstehst. Das geht mir übrigens bei einigen dieser Themen genauso. Das ist nichts, was man sofort versteht. Das ist aber etwas, mit dem man sich beschäftigt. Aber um das am Leben zu erhalten, langt auch schon mal ein Abo. Ja, einfach um den Kanal, dass es andere Menschen mehr sehen. Abonniert es bitte. Und ich glaube, du leistest da eine ganz, ganz großartige Arbeit eben genau, wo du sagst, du möchtest es am Leben erhalten. Und meine Unterstützung hast du gewiss. Und ich hoffe, wir haben noch viele, viele Sendungen, denn es gibt noch einige hochinteressante, spannende Dinge. Und ich möchte gerne dir das letzte Wort in dieser Sendung überlassen. Vielleicht fasst du für dich das nochmal grob zusammen, was für dich die Bedeutung Burkhard Heims ist. Und du hast einen Teil schon gesagt, aber ich möchte, dass du das letzte Wort hast auf gut Deutsch. Erstmal schließe ich mich deiner Zukunftsvision an und bedanke mich auf jeden Fall für, dass wir die Sendung zusammen gemacht haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir machen auch noch weiter zusammen. Finde ich toll. Ist auch immer, es zeigt einem immer, man steht nicht alleine da. Man ist doch irgendwo verbunden und zieht am selben Strang und so kommt man in kleinen Schritten vorwärts. Und ich kann, was den Heim anbelangt, kann ich nur noch mal sagen, was ich zu Anfang gesagt habe. Er ist der Türöffner aus diesem Weltbild, mit dem wir groß geworden sind und das in sich erstarrt ist und das in den letzten 50 Jahren nichts Neues zugelassen hat. Heim zeigt, da ist was. Und dieses Moment müssen wir benutzen, um uns vorwärts katapultieren zu lassen. Und es heißt am Ende nicht, dass wir das eine erstarrte Weltbild durch ein anderes erstarrtes Weltbild ersetzen, sondern es heißt, dass wir den Geist aktiv halten und offen halten, Neuigkeiten zuzulassen. Egal, ob das Heim ist, egal, ob das irgendjemand ist, der nach Heim kommt. Und das ist die Entwicklung, die wir machen wollen, die jeder von uns persönlich machen will, ganz unabhängig davon, ob er sich dabei von Heim inspiriert fühlt oder von irgendjemand anderem. Ja. Und die Inspiration hoffe ich, dass ich dir ein Stück weit liefern kann. Ja, kannst du. Wenn es jetzt nicht im Mikrofon ständig knallen würde, würde ich wirklich Applaus geben. Denn ich glaube, die Zuschauer haben mitbekommen, wir sind da beide Fanboys, keine Frage. Ja? Wir sind das und lass uns das auch einfach weiter tragen in die Welt und dass dieser Mensch und dieser Mann und alle, die wir heute auch besprochen haben, waren ja viele andere interessante Größen mit dabei, dass die wieder so ein Stück weit mehr in unser Bewusstsein kommen. Denn die viele Lösungen, die wir vermeintlich vor uns haben, ja, sind bereits gedacht worden. Wir müssen sie vielleicht nur wieder zurückerinnern und besser integrieren in diese Welt, in der wir heute existieren, um eben, wie gesagt, wieder, und ich nenne das mit Absicht, in die Ganzheit zu kommen, in die Ganzheitlichkeit zu kommen, wo beide diese Bilder, das Physikalische, das Quantenphysikalische, das Spirituelle, das Omnipräsente, das Trans, was auch immer, ist auch egal, wie wir das bezeichnen. Aber dass wir das wieder zusammen leben, denn das macht das Leben letzten Endes aus. Und
Liebe Zuschauer, bitte unterstützt das, schreibt es ruhig rein, abonniert bitte, wie gesagt, auch den Kanal. Ist mir persönliches Anliegen, wie gesagt, bin da auch Fanboy, aber da stehe ich dazu. Es braucht genau diese Dinge wieder und diese Vordenker auch und da sehe ich dich dazu. Auch wenn du vielleicht zu dem Weltbild nichts zu beitragen hast, aber alleine, dass du dir die Mühe machst und dass du sagst, ist für mich meine Berufung, diesen Mann und dieses Bild und diese Themen mehr endlich in den Vordergrund zu bringen, weil es sonst keiner macht. Und ich will das besser machen, also muss ich es selber machen. Das ist doch ein Vorbild und so sollten wir das Ganze auch betrachten. Also, liebe Zuschauer, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns schon bald sicherlich hoffentlich zum zweiten Teil. Dann steigen wir da ein. Und dir, lieber Hannes, herzlichen Dank für deine Mühe, deine Arbeit. Wirklich Applaus, ganz großartig. Ich finde es wunderbar, dass du das machst. Danke, Patrick. Danke auch an deine Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Genau. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis bald bei Blaupause. Ciao.